Geschätzter Herr Vizepräsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, was will die SPD eigentlich mit dem Antrag? Und der Kollege Funk hat schon schön gesagt, es geht doch um ganz was anderes. Und Carsten Schneider hätte hier ehrlicherweise sagen sollen, unser ganzes großes Projekt, wir gegen die Banken, das wollen wir heute hier auch weiterfahren. Und jetzt machen wir es auch noch bei der Finanzagentur. Denn wissen Sie, wer eigentlich das Opfer Ihres Antrages wäre, wenn nicht die Koalition weiß, was sich gehört? Das wären Genossen. Sie als Sozialdemokraten gehen hier nämlich insbesondere gegen die Genossenschaftsbanken vor. Sie als Sozialdemokraten gehen gegen die Sparkassen vor. Denn das sind gerade diejenigen, die in Konkurrenz mit einer staatlich subventionierten Finanzagentur arbeiten. Und denen wollen Sie das Geschäft wegnehmen. Nur darum geht es Ihnen und um nichts anderes. Und das zu sagen, wäre eigentlich auch mal Ihre Aufgabe gewesen. Meine Damen und Herren, was will eigentlich ein Staat mit einem Privatkundengeschäft? Warum soll er das machen? Naja, vielleicht deswegen, weil er günstiger so an Finanzmittel herankommt. Und dann würde ich sagen, wenn das der Fall wäre, dann sollten wir als Staat auch überlegen, ob wir diesen Weg wählen. Und dann sollte man als erstes überlegen, und das sollten Haushälter eigentlich tun, zu sagen, wie viel kostet uns denn ein solches Privatkundengeschäft pro Privatkunden und wer sind eigentlich die Privatkunden, denen wir hier möglicherweise etwas schenken aus dem Steuersäckel, aus dem Bundeshaushalt. Und dann müssen wir feststellen, es sind Leute, die als Privatmenschen Geld haben und dieses Geld anlegen wollen. Und denen geben wir, und das können Sie ja leicht ausrechnen, pro Jahr, pro demjenigen, der ein Konto dort hat bei der Finanzagentur, 200 Euro. Das heißt nichts anderes, als dass Sie wollen, dass der Staat Leuten, die Geld haben, die über Vermögen verfügen, auch noch aus dem Steuersäckel Geld gibt. Wie Sie das begründen wollen bei den Aufgaben, die der Staat hat, das müssen Sie dem Bürger draußen erstmal erklären. Meine Damen und Herren, ein nächster Punkt. Sie wollen doch im Endeffekt, und der Kollege Schneider hat es genau gesagt, er möchte das wie in Italien haben. Ich meine, er möchte wahrscheinlich auch dann die Verschuldung wie in Italien haben. Aber er möchte mit seiner Partei, dass im Endeffekt möglichst viele Privatbürger sich zu, ich will es vorsichtig formulieren, Komplizen der Verschuldungspolitik machen, dass sie hängen persönlich und direkt an der Verschuldungspolitik des Staates. Und das wollen wir eben nicht. Jetzt könnte man als zweiten Punkt zu dem Antrag sagen, na ja, aber wir sind doch der Meinung, dass der Bürger eine sichere Anlage braucht, wo er ganz sicher ist, dass er sein Geld zurückbekommt. Dann fragen Sie mal andere Bürger in Europa, ob die noch glauben, dass wenn sie direkt beim Staat ihr Geld anlegen, dass es da auch nur einen Jota sicherer ist, wenn der Staat sich zu sehr verschuldet. Nein, meine Damen und Herren, es geht um was anderes. Es geht nämlich um die Frage, wo ist eigentlich das Geld der Privatanleger sicher? Und da war doch bisher die Meinung der Sozialdemokraten, der Grünen und auch der Linken, gerade bei den Sparkassen und gerade bei den Genossenschaftsbanken ist aufgrund der eigenen Sicherungssysteme das Geld viel, viel sicherer als irgendwo anders. Und jetzt wollen Sie den Bürgern sagen, geht nicht in die sicheren Dinge, sondern geht lieber zum Staat, denn dann können wir als Staat viel stärker darüber regulieren. Nein, meine Damen und Herren, das ist nicht das, was die Koalition hier an der Stelle will. Wir wollen an der Stelle erreichen, dass wir überlegen, warum der Staat an dieser Stelle noch Geld ausgeben muss. Und Sie haben keinen einzigen Grund genannt, warum wir einen zweistelligen Millionenbetrag, das mag für Sie ja wenig sein, warum wir einen zweistelligen Millionenbetrag noch zukünftig für Privatkunden ausgeben müssen. Und da sagt diese Koalition, bei abnehmendem Interesse, der Kollege Funk hat all die Punkte gebracht, bei abnehmendem Interesse, bei abnehmendem Volumen, bei 0,7% Bedeutung einer Gesamtfrage. Warum sollen wir dann dafür noch Geld ausgeben? Und meine Damen und Herren, man muss dann auch noch mal sehen, diese Äußerungen, wer das wäre, norwegische Fonds und so weiter und irgendwelche Finanzhaie, die hier die Staatsanleihen tätigen. Das ist doch gar nicht so. Und Kollege Schneider, Sie wissen es doch besser. Es ist die betriebliche Altersvorsorge, es sind Versorgungswerke, es sind Riester-Sparer, es sind Lebensversicherungen. Die sind ganz wesentlich an diesem Teil dran. Und da an der Stelle zu sagen, also die sind alle schlimm, da kann ich Ihnen nur sagen, das Verständnis habe ich nicht. Und hier versucht eben doch die SPD einen Weg zu fahren, den sie meinetwegen für sich machen kann. Aber der vollkommen widerspricht dem, was wir als Koalition ansehen. Sie vertrauen dem Staat und glauben, dass der Staat das richtig macht. Wir vertrauen darauf, dass der Staat eine Kernaufgabe hat, ein schlanker Staat sein muss und die Kernaufgaben wahrnehmen muss. Denn dadurch erst sorgt er für etwas, was wir eigentlich am liebsten hätten, nämlich dass wir überhaupt keine Finanzagentur bräuchten, nämlich dass wir wenige Schulden machen. Ein nächster Punkt.
Es wird hier gesagt, dass dieses Geld immer nur, wenn die Bürger dann zu Sparkassen und Genossenschaftsbanken gingen, dass dieses Geld ja so wenig Zinsen bringe und Kosten nur machen würde und überhaupt mit Kosten übersehen würde. Also erstens, eine Kostensubvention über den Steuerzahler wollen wir sicherlich alle nicht. Und zweitens, es ist doch ein Irrglaube, wenn Sie hier wieder weismachen wollen, dass das Geld dann irgendwo auf dem Konto liegt. Warum brauchen denn, und so hatte ich Sie eigentlich früher auch verstanden, aber das scheinen Sie inzwischen auch aufgegeben zu haben, warum brauchen denn Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Privatbanken auch Geldeinlagen? Warum brauchen Sie denn auch hier das Geld des Sparers? Weil wir auf der anderen Seite die Banken auch zur Finanzierung des Mittelstandes und der Wirtschaft brauchen, damit sie anderen, die investieren wollen, die Arbeitsfläche sichern wollen, dementsprechend auch die Kredite geben wollen. Und dahinter steckt noch eine andere Ideologie. Sie wollen den Banken die Möglichkeiten immer weiter einschränken, dass sie selber die Kredite geben und wollen lieber à la WestLB, à la NRW Bank, à la KfW, wollen auf allen möglichen Wegen lieber dafür sorgen, dass es der Staat ist, der die Kredite gibt. Wir vertrauen auf eine funktionierende Marktwirtschaft und wir sind deswegen auch klar und deutlich der Meinung, dass die Bürger sicherlich auf einen Staat vertrauen müssen, auch in Brunsbüttel und auch an anderer Stelle, der in der Lage ist, ihre Einlagen zu sichern, aber eben da, wo sie liegen, weil es einen stabilen und sparsamen Staat Deutschland gibt und nicht einen Staat, der einfach nur mehr Geld ausgeben will und deswegen noch mehr Geld vom Bürger bekommen will. Herzlichen Dank. Das Wort hat nun Priska Hinz für die Fraktion Bündnis.